Soundcheck checken. Ja, Aufnahme läuft wieder. Hi, willkommen zurück. Freut mich, dass ihr ja noch entschieden habt, nochmal weiter zu gucken. Und ja, ich laufe hier noch ein bisschen und mache mich auf den Weg zurück, um einen Haufen der Questen abzugeben, die ich alle vorbereitet habe. Also hoffentlich. Werden wir dann mal sehen, was sich daraus so ergibt. Ich glaube, muss hier rum. Das ist so ein Spiel, wo man durch die... Oh, ich habe gerade festgestellt, man kann sich ranzoomen und wegzoomen. Ich bin ja so richtig gut. Ah, Entschuldigung. Da war ich noch nicht. In der Kantine, da gibt es bestimmt auch einen Punkt, wo man dann mittendrin anfangen kann, wenn man hier nochmal hin muss. Also vielleicht gibt es so einen Schnellsprung. Meistens habt ihr doch hier sowas. Kantine hier wohl nicht. Was ist das? Das ist ja cool. Gibt es noch mehr? Komme ich denn hier hin? Oh, ich fürchte, das ist so ein Heldengebiet, oder? Oder nicht? Oh, geil. Cool. Ja, ganz schön cool aus hier. Ah, hier sind Schmugglerquesten. Und die sind alle brav hier. Das ist ja cool. Die bösen Schmuggler der schwarzen Sonne sind hier richtig nett lieb. Also, hier gibt's auch keinen Briefkasten oder so. Das ist doch voll doof. Na egal. Ich bin ja mal gespannt. Oder vielleicht weiß das jemand für euch. Gibt es eine... Also, was bringt denn eigentlich diese Ruheerfahrung? Ist der einfach nur gechillt dann, oder... dass die dann hier so entspannt irgendwo rumhängen oder so. Das weiß man ja nicht. So, eben gucken. Da laufe ich, glaube ich, richtig rum. Nein, nein, nicht schon wieder. Okay. Und vielleicht finde ich dann mal einen Briefkasten, um herauszufinden, was es noch so gibt. Oder was mich denn hier erwartet in der Post. Und dann hoffe ich mal, dass ich mich nicht verlaufe. So, schnell hier rum. Nö, da ist keiner. Kann ich also nichts verkaufen. Aber hier kann ich die mal, kann ich mein Zeug loswerden, was ich nicht brauche, denke ich. So, zack. Hier, kannst du haben, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Habe ich Platz im Inventar. Super. Schrott verkaufen. Und alles reparieren, da bin ich mein Geld wieder los. Oh, ich könnte mir es sogar demnächst leisten. Sie sind einsatzbereit. Zu lernen, wie mein Gleiter fährt. Was cool. Okay, ist das was? Kann ich das nicht benutzen? Ach ja, ich habe keine Schwere. Ich kann kein Schweres drum tragen. Der ist auch nicht so gut.
Das kann irgendwann mal wichtig sein. Dann, lieber Mensch, ich habe noch Sachen für dich, die du vielleicht gerne haben möchtest. Und wenn nicht, kann ich damit leben. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Und los. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Boah, ich verlaufe nicht. Ach ja, hier kann ich dem netten Menschen erzählen, dass ich alle bösen Sprengkisten entschärft habe. Ich habe länger keine Explosion mehr gehört. Das heißt wohl, ihr konntet die Kisten entschärfen. Ich glaube, ich habe sie alle gefunden. Hoffen wir, dass die schwarze Sonne nicht noch mehr in die Finger kriegt. Dafür sorgen wir schon. Niemand wird mehr sterben, nur weil er etwas zu essen sucht. Also, ich bin kein reicher Senator. Aber ich will euch etwas dafür geben, was ihr getan habt. Als Anerkennung. Hör mal, wenn du dein Geld lieber den Leuten gibst, anstatt mir, dann ist schon das gut. Das ist großzügig von euch, aber ich kann es nicht annehmen. Nur selten trifft man auf jemanden, der nicht auf Profit aus ist. Ihr habt sicher noch zu tun. Ich will euch nicht aufhalten. Passt gut auf euch auf. Ich bin ja auch ein super rechtschaffener Jedi. Was ist das denn hier? Okay. Ein Fluss. Okay. Ah, das kann man so einbauen, ne? Ich erinnere mich. Da war was. Genau. Ja, cool. Das ja auch schön. Dann haben wir das auch erledigt. Und uns verbessert. Ein super Hörgerät. Sieht so ein bisschen danach aus. So, laufen wir mal ein Stückchen weiter. Mal eben auf die Karte gucken. Ich weiß, ich nerve euch wahrscheinlich damit, dass ich da ständig hingucke, aber sorry. Da muss ich echt mal überlegen, welche Fähigkeit ich nehmen soll. Also als... Wenn ich nach Hause komme, dann treffe ich da mal eine Entscheidung. Ihr habt nicht vor, meinen Arm kleinen Kuchen anzugreifen. Ihr seid aber hinterlistig. Ich weiß nicht, ob das eine clevere Idee war, das zu tun. Ja, irgendwo in dieser Kiste liegt was. Schmuggelware. So cool. Nein, irgendwann. Ich bin zu nicht da dran gelaufen. Ich hab dich also viel zu spät gesehen. Nein, das war vielleicht blöd. Komm, ich bin mal nett hier, dann könnt ihr euch... Zack, umgemobbt. Wo geht's da hinten hin? Ach, hier oben drüber sind die Briefkästen. Da geht's ja noch weiter. Das ist ja cool. Schauen wir mal, wo es dahin geht. Hier was Tolles zu finden.
Ah, ein Heldenbereich. Nee, ich glaube, da gehe ich lieber wieder. Heldenbereiche, alleine Heldenbereiche besuchen, ist immer blöd. Nee, lieber nicht. Da gehe ich lieber wieder. Erst wenn ich mit jemandem anders zusammenspiele, dann traue ich mich da, glaube ich, rein. Vorher sollte ich das lassen. Ach, da kann ich auch irgendwo hochlaufen. Da muss ich nicht auf den Aufzug warten. Das ist gut. Hat jemand von euch eine Ahnung, was das ist? Also was sich hier so einblendet, ist das, wie viel Menschen oder wie viele Spieler es gibt, die die dunkle und die helle Seite bespielen. Aber ich gucke erstmal Post. Aha. Nachricht vom obersten Kanzler Janarus an den Held des alten galaktischen Marktes. Eure kürzlichen Taten bei der Verteidigung Coruscants gegen die Heldlergilde der Migranten haben Lob verdient und das werden sie bekommen, sowohl vom gewöhnlichen Bürgern als auch von Sicherheitskräften. Meiner Meinung nach sind Taten im Anschluss auf der Suche nach Gerechtigkeit ebenso wichtig. Indem ihr Senatoren Karls Korruption aufgedeckt habt, habt ihr den Geist der Republik beschützt, der uns allen so viel bedeutet. Senatorin Karl war keine böse Frau, aber sie hatte ihre politischen Ziele, wie nobel sie auch sein möchten, über die Prinzipien des Volkes und des Staates, dem sie diente, stellte, verlor sie das Recht zu regieren. Heute hat Senat Carrolls Rücktritt akzeptiert. Weitere Maßnahmen werden dem Gerichtshof überlassen. Ich bin stolz, für Bürgerinnen und Bürger für sie zu arbeiten. Oh, cool. Guck mal, gab es irgendwie Geld? Ja, das ist nett, dass er Anerkennung. Und Vistis hat geschrieben, hallo, ich wollte euch nochmal für meine Befreiung auf Coruscant danken. Ich hätte den Auftrag nie angenommen, wenn ich gewusst hätte, dass ich dort streng geheime Militärdaten stehle. Nur zu eurer Information, ich bin dort abgehauen, ich habe eine Fähre nach Narshada bestiegen und dort einen netten kleinen Auftrag angekommen. Ich erspare euch die Details, aber ich schwimme förmlich in Credits. Also hier ist eine kleine Spende für den Jedi-Orden. Nur für den Fall, dass wir uns nochmal begegnen. Ich könnte hier mal besuchen gehen, ja. Scheint da ja Dinge zu tun, die nicht nett zu sein. Aber gut. Was ist das denn hier? Okay. Spam. Na gut. Schreiben solche Leute da alle immer was an? Egal. So, was wollte ich machen? Ach ja, hier gibt's irgendwelche mal eben schnell. Okay, dann fliegen wir mit dem Taxi wieder nach Hause. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Gut, das heißt, während ich hier durch die Gegend fliege, kann ich mir Gedanken darüber machen, welche Fähigkeiten für meinen kleinen T7 sinnvoll wären. Oder Fähigkeiten, die für mich sinnvoll sind. Ich glaube, ich muss mal das mal irgendwann offscreen mal in Ruhe durchlesen. Damit ich weiß, ob das passt oder nicht. Oder vielmehr, ob es Sinn macht oder nicht. Ne? Das ist ja nicht mehr das Einfachste. Supi und angekommen. Und unten im Senat gibt es ja auch Leute, die mir was beibringen können, ne? Stimmt, da war was.
Na gut, gehen wir mal schnell hier unten hin. Und dann schaue ich mal, dass ich mir so die Fähigkeit erwerbe, mit dem Gleiter zu fliegen. Ich fürchte aber fast, dass ich mir den Gleiter nicht leisten kann. Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. So, macht Tritt. Tritt das Ziel und unterbricht seine Handlung. Okay, auch eine coole Funktion. Wir können jederzeit zusammen üben. Die Gleiternavigation habe ich jetzt, ne? Nee, das war glaube ich P, oder? Notfallflottenpass wird er bedienen. Oh je, Gleiter sind bestimmt teuer. Also so bestimmt richtig teuer. Also nur eine Crew haben. Aber ich glaube, da ist vielleicht eher so eine nur eine Crew-Fähigkeit gleichzeitig. Vermute ich. T7, was sollst du lernen? Was machen wir denn? Oh ne, das ist mal so teuer, den Charakter optisch zu verändern. Sammelausbilder, Kristalle. Die habe ich zumindest schon mal gesehen. Oh, Archäologie. Na gut, dann sind wir jetzt Archäologen. Das war bestimmt nicht so clever. Aber egal. Ich könnte ja mal am Markt gucken, ob man die Möglichkeit hat, da Gleiter zu kaufen. Also, hat man bestimmt. Kann ich mir vermutlich nicht leisten. Wie immer. Name, Gleiter. Ja. Was? Warte mal, wenn ich hier so ein Ding kaufe, ne? So ein Gleitermodell, dann heißt das nicht, dass ich den Gleiter habe, oder? Ich fürchte das so teuer. Oh Gott. Das kann ich mir nie leisten. Nö, 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 nö. Schade. Oh, eine Crit-Kiste, die könnte ich ja mal aufmachen. Dann habe ich wieder ein bisschen Geld und mehr Platz im Inventar. So. Dann laufen wir mal schnell wieder nach oben. Und dann versuche ich mal später herauszufinden, wie ich an einen Gleiter komme oder ob die wirklich Hunderttausende kosten. Werde ich noch ein bisschen spielen müssen. Vermächtnishändler? Nö, brauche ich nicht. Ich sollte vielleicht erstmal hineingehen in den Senat. Jetzt doch lieber auf die Karte. Nein, hier muss ich natürlich nicht hin. Deswegen, also, ich
Stört euch das, wenn ich so in dieser Ansicht durch die Gegend laufe? Also wenn, schreibt mir das einfach mal. Das ist jetzt clever für diejenigen, die das nachher auf YouTube gucken. Also diejenigen, die es auf YouTube gucken nachher. Hier, das ist natürlich dann blöd. Ich kann da nicht sofort drauf reagieren, ne? So, hier sollte ich dann rein. Da! Na, Die Systeme zeigen eine intakte Wasserversorgung nach oben an. Sie haben meine Erfindung einwandfrei an der Wasserversorgung auf der Ebene der schwarzen Sonne angebracht. Meine Hochachtung. Ich bin froh, einen Teil dazu beigetragen zu haben. Die grünen Senkrechten der schwarzen Sonne haben Sie nicht verletzt. Ich bin erleichtert. Das saubere Wasser fließt wieder und nährt die oberen Ebenen. Die Leidtragenden von Coruscant profitieren von der Genialität der Gree. Dank ihnen entwickelt sich meine schwarze Kugel zu einer violetten Parallelen. Wenn ich Pataka davon berichte, wird er es begeistert der Senatorin weitergeben. Warte, irgendwie schwarze Winkelhalbierende waren Waffen. Ihr Typen mögt es, wenn alles parallel ist, nicht wahr? Ihr Verständnis der Sprache der Gree macht erfreuliche Fortschritte. Sie gewinnen ein genaues Verständnis. Ich habe Ihnen eine geniale Erfindung der Gree versprochen. Dieses Gerät wurde extra für Sie entwickelt, als Zeichen meiner Anerkennung. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich werde die Systeme von Coruscant weiter verbessern, um die Wasserversorgung der oberen Ebenen sicherzustellen. Ich bin Ihnen überaus dankbar. Oh, ich habe einen Gürtel bekommen. Gucken, ob der auch gut aussieht. Oh, der Knuffi, der wackelt so. Wie süß. Das ist ja schön. Oh, was mit dem? Aber bevor ich das vergesse, ne, ziehe ich mal lieber meinen neuen Gürtel an. Und dann sprechen wir nochmal mit dir. Was können wir denn für dich tun? Ich möchte gern helfen. Kann ich irgendetwas tun? Betriebseinheiten müssen immer die Drecksarbeit erledigen. Pataka ist kein besserer Verwalter als ich, aber ich muss hier den Müll verarbeiten. Womit habe ich diesen weißen Spitzwinkel verdient? Ich bin ein Jedi-Ritter. Ich möchte bei den Reparaturen behilflich sein. Jedi? Ah, ich muss meine Einschätzung von Patakas administrativen Fähigkeiten wohl korrigieren. Zumindest ein wenig. Pataka gab mir den Auftrag, die Müllverarbeitungssysteme von Coruscant zu optimieren, um die Organe der Einwohner vor Schmutz, Krankheiten und Giften zu bewahren. Aber die Agnor-Zweifußschweine haben die Gree-Erfindung aus der Müllverarbeitungsanlage gestohlen. Ohne diese Gree-Optimierung können sie Schmutz, Krankheiten und Gifte unkontrolliert verbreiten. Eine Seuche steht kurz bevor. Oh. Wir müssen sofort handeln, bevor es zu spät ist. Sie verstehen die Dringlichkeit der Lage. Sie verfügen über eine für ihre Spezies erstaunliche Auffassungsgabe. Die Agnor-Zweifußschweine, die die Optimierungslösung gestohlen haben, wissen nichts von den eingebauten Peilsendern. Ich habe die Koordinaten des gestohlenen Geräts. Pataka gewährt der schwarzen Winkelhalbierenden republikanische Credits zur Entlohnung, sobald das Gerät zurückerlangt wurde. Ja, dann suchen wir das mal, aber nicht wegen der Credits. Das kann ich wohl gerade noch tun. Das ist die erwartete Antwort, schwarze Winkelhalbierende. Warum also Atmungsfunktionen darauf verschwenden? Bisschen arrogant, Arschi. Aber gut. Das ist natürlich ein bisschen irrg. Aber leben wir mit, ne? Das ist so. Ein bisschen. Ungehobelt und maschinell bist. Nein, ist ja schon okay. So. Dann ich bringe euch, was ihr wolltet. Ach ja.
Komm, geh wieder durch die Wand. Oh oh. Oh, 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 da gibt es irgendwie unterschiedliche Sachen. Sorry, das muss ich mir eben durchlesen. Requidiertes Relikt der Fokusvergeltung. Das Heilen eines Verbündeten oder einen Angriff mit Schadensfolge auf einen Feind haben eine Chance von 30%. Schadenswirkung, Beherrschung. Nehmen wir mal. Wow, guck mal, Stufe aufgestiegen. Und jetzt all die, das so länger spielen. Linda, du bist ja immer nur 21. Ist ja nichts gemacht hier. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem darf ich mich freuen. Ist ja bald Weihnachten. Also wenn ihr das seht und nicht im Stream, dann ist schon Weihnachten vorbei, glaube ich. So, wo bist du denn? General, ich komme mal hier rum. Hallo, Kira. Mein wissenschaftlicher Leiter, ein Sith. Wie kann ich die Republik beschützen, wenn ich meinen eigenen Leuten nicht trauen kann? Hermes gesamtes Technikteam ist mitsamt dem Planetenfänger verschwunden. Sie sind ebenfalls alle Verräter. Die Sith wollen, dass wir in Panik geraten. Lasst euch nicht von Furcht beherrschen. Hermes wird den Planetenfänger gegen Coruscant einsetzen. Er könnte uns für immer hier festhalten und die Republik lähmen, indem er uns als Geisel nimmt. Ihr seid unsere einzige Hoffnung, das zu verhindern. Ihr seid ja ganz schön mutig, ne? Also, mich da einfach drauf loszulassen, ist schon... Na gut, ich bin ja nur ein Jedi-Ritter und... Ich werde ihn aufhalten, General. Aber dazu muss ich wissen, wo er ist. Das ist mein Stichwort. Ich habe das Holo-Gespräch verfolgt, das wir von der Basis der Schwarzen Sonne abgefangen haben. Tarnis hat von Sektor 439 aus kommuniziert. Justicar-Gebiet. Tarnis weiß, dass wir dort nicht willkommen sind. Justicare sind eine paramilitärische Bürgerwehr. Sie haben einen Sektor übernommen und haben alle Verbindungen zum Rest von Coruscant abgebrochen. Sie mögen keine Besucher. Ja, dann erzählt... Bürgerwehr, sagt ihr? Inwiefern? Viele Justicare sind Ex-Militärs der Republik, die nach Hause zurückkehrten, nur um festzustellen, dass Verbrecher ihre Nachbarschaft kontrollierten. Sie sind der Meinung, die Republik hätte Coruscant an das Verbrechen verraten. Also nehmen sie die Sache selbst in die Hand. Die Justicare sind gut trainiert und bewaffnet. Doch sie interessieren mich nicht. Der Sith Lord macht mir Sorgen. Ihr solltet Tarnis nicht allein gegenübertreten. Ich mag zwar nur ein Padawan sein, aber ich kann euch helfen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir die mitnehmen. Ich finde die ganz cool. Aber wenn wir zu autoritär sind oder so, also, ja komm, wir nehmen ein paar. Wenn so viel auf dem Spiel steht, sind zwei Jedi besser als einer. Ja. Haltet Tarnis auf, bevor er den Planetenfänger gegen uns einsetzt. Oh, das Schicksal der Republik aber mein. Liegt in euren wir Händen, ihn nicht mitnehmen. Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Da, der Tau frisch. So, ist das was? Wir nehmen das mal auf jeden Fall. Warte, wenn ich jetzt ja... Was hat die... Ach, die hat ein Doppellichtschwert.
nicht irgendwelche Sachen, die die super gebrauchen kann? Ah, wahrscheinlich kann ich das bei ihr noch nicht. Erst, wenn wir ein bisschen weiter sind. Also ich vermute mal, dass wir die als Gefährtin auch bekommen. So, da müssen wir mal überlegen, wo es uns denn hin verschlägt. Würde ich mal sagen. Schauen wir mal auf die Karte. Ah, wir müssen hier raus. Ich finde das immer sehr mutig. Nicht, dass ich das nicht verstehe, warum es notwendig ist, dass wir die absoluten alleinigen Superhelden sind. Und dass uns diese ganzen verdammt wichtigen Aufträge allein übergeben werden. Und doch würde ich, wenn ich das mal logisch angehe, nicht die Karten auf einen einzelnen Jedi-Ritter setzen, sondern irgendwie mit mehreren Leuten daran agieren. So, wenn wir mal laufen, gucke ich mal eben auf die Karte. Ah, da, okay. Wir fliegen also zu einem neuen Punkt, gehe ich mal von aus. Schauen wir mal, was sich ergibt. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Dann fliegen wir mal. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Machen wir uns auf den Weg und versuchen, den Verräter zu finden. Oder erst. Ah, die Wasserversorgung ist, glaube ich, irgendwie eher wichtiger, ne? Glaube ich zumindest. Also, wäre was, was ich mir vorstellen könnte, dass das wichtiger ist. Weil stellt mal vor, bricht eine Seuche aus und der Planet ist abgeschnitten, ne? Also, wäre blöd, sterben die Leute alle. Warte, hier gibt es bestimmt so einen Punkt, den man wieder ansprechen kann, damit ich das finde. Wiederfinde. Okay, laufen wir mal ein Stückchen weiter. Die haut sich hier alle und die haben alle. Ich hasse diesen Ort schon jetzt. Hier wimmelt es nur so von Scharfschützen. Ja, dann passt doch einfach ein bisschen auf. So, was wollten wir hier? Also wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung. Das. Warte, ich greife mal direkt. Das ist so ein bisschen unethisch, das weiß ich, aber. Ich dice. Okay, damit ist aber klar, es gibt keine so eine Sammelquest. Was ist das? Ressourcen einsammeln. Okay. Ressourcenknoten auf der Weltkarte markiert. Aha. Können wir gucken, ob hier die. Habe ich hier Ressourcen? Nö. So, ich glaube, wir müssen in die Richtung. Obwohl, wir können bestimmt nach oben rangehen. Gehen wir mal oben rum. Joggen wir mal hier durch die Gegend. Ah, das sind doch ganz viele.
Bevölkerungskontrollzentrum, ne? Die haben Sachen hier. Hier steht ein Gleiter. Wir klauen den. Nein, natürlich nicht. Weil es ja nicht geht. So, nochmal eben schnell auf die Karte gucken. Da. Milizarmee, Rekrut. Da war was. Warte, hier, da ist... Ah! Okay, du bist doch nicht da. Wieso kann ich nicht hier angreifen? Ja, das ist aber blöd. Aber vielleicht liegt das hier nach Wandkämpfer. Jetzt sagst du so. Archäologie, oh. Das ist bestimmt spannend. Also so für nachher. Irgendwann. Vielleicht. Ich weiß nicht. Stellen wir fest. Roter Amorpha-Kristall. Schauen wir mal. Tolle Aussicht. Das erklärt, warum sich die Justikare hier niedergelassen haben. Kira, ist das dein Ernst? Hier ist voll die hässliche Aussicht. War ein großer Raum. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge. Erstmal Schrott verkaufen, damit wir ein bisschen Platz haben. Alles reparieren. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Was ist das denn hier? Oh. Huch. Kann ich den Gürtel verkaufen? So. Sie sind einsatzbereit. Weg. Kehren Sie auf Ihren Machen wir mal los und schauen uns den nächsten Punkt an, wo wir denn hin müssen. Oh, da unten gibt's irgendwas. Müssen wir hier überhaupt hin? Ja. Ich fürchte, hier müssen wir durchlaufen. Aber hier gibt's irgendwas. Oh mein Gott, ich muss irgendwo ein Schließfach oder sowas finden, fürchte ich. Ich brauch so ein Schließfach. Ich bin mir da sehr sicher, dass ich sowas brauche, kurz oder lang. Jetzt habe ich ja keinen Platz mehr. Was haben wir denn für ein Krempel? Oh, wieder wahrscheinlich ein Haufen Schrott. Jetzt das Inventar voll oder so. Fürchte ich. Aber nicht so schlimm. Oder doch? Naja, eigentlich schon. Ja, ist noch ein bisschen Platz. Du willst. Ah. Da ist ja wer anders, der damit kämpfen möchte. Muss ich ja nicht unbedingt machen. Aha. Ah, nein, der wird nicht angreifen. Also, um zu verhindern, dass du das machst, mache ich das mal vorher. Nicht viel, wenn ich nicht weiß, was der für Fähigkeiten einsetzt. Ne? Naja, nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Okay. So. Huch. Boah. Ja, verdammt, dem hau ich besser vorher mal eins auf die Nase. Richtig.
Was? Kira, natürlich stirbt keiner so schnell. Außer der. So. Huch. Ich habe so ein bisschen meine Aufnahmezeit aus den Augen verloren. Sollte ich mal eben einen Blick wieder drauf werfen. Also, im Stream, ihr merkt nichts davon, aber die anderen, außer dass ich Blödsinn erzähle. Aber für die anderen mache ich mal kurz Pause. Ciao, bis in 2 Tagen.